Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu Dragon Ball Fusion Warworld und diesmal möchte ich mit euch über Events sprechen, die stattfinden. Und zwar gibt es ein Event, wo wir derzeit einen Anomos auswählen können und Select Matches. Hier kann ich auch schon ein paar Sachen einstellen und ja, wir werden ganz mal kurz abholen. Ich bekomme Hardpack und eine Karte. Und ja, wir können jetzt hier wieder joinen für Ticket oder für Gems. Ich werde jetzt einfach mal kurz hier für das Gems mal kurz reingehen. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze dann gemacht wird. Wir können jetzt hier wieder ein Leader aussuchen. Dann suchen wir uns die ganzen Karten aus, die wir da haben wollen. So, ich habe das Ganze schon mal gespielt. Und habe auch mit dem Vegeta-Leader gespielt. Der ist an sich ganz in Ordnung, aber nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Auf jeden Fall, ihr habt dann so lange free Spiele, bis ihr drei Spiele gespielt habt. Und dann könnt ihr euch eure Sachen wieder wiederholen. Ich werde euch das Ganze mal kurz zusammenschneiden, was ich hier alles kurz aussuche. So, ich habe euch mal kurz rausgesucht, was ich jetzt hier alles spielen würde. Also, ja, einfach rein zur Intuition, was halt in Blau ganz gut ist, was ich ja schon so gesehen habe, was gern gespielt wird. Um Stack soll es jetzt aber gar nicht gehen, weil ihr mal wisst, wie das Ganze abläuft. Mal weg zum Homescreen und dann gehen wir kurz die ganzen anderen Events auch noch durch. Wie gesagt, ich habe jetzt hier drei Sachen, die ihr jetzt spielen könnt. Und ja, dafür gibt es dann auch durchaus Belohnungen. Hier rein, wenn Select Matches, ja, wir müssen halt 150 Gems zahlen oder halt ein Ticket, dann bauen wir ein Deck und dann spielen wir die Spiele und hier, je nachdem wie viele Wins wir haben, kriegen wir halt Pack-Tickets oder Gems oder eine Karte und kriegen auch Wildcards und noch andere Sachen. Wildcards sind Sachen, wo wir halt Karten craften können. Dann gibt es auch noch ein anderes Event, was sehr, sehr, sehr nice ist, wo wahrscheinlich jetzt viele Leute einkaufen werden, weil ihr könnt jetzt wie gesagt, wurde jetzt die digitale Championship angekündigt. Und hier muss man auch dazu sagen, dass hier das Ganze natürlich frei zum Eintritt ist. Das Ganze beginnt dann im September und auch im Oktober. Hier natürlich alle, wann die Finals sind und wann auch die Qualifiers dafür sind. Warum sage ich jetzt, dass hier jetzt wahrscheinlich viele vereinkaufen werden? Entweder werden sich jetzt viele Leute viele Displays holen oder viele Leute werden auf Cardmarket die ganzen Tickets holen. Ich persönlich werde es ganz normal spielen. Ich werde, glaube ich, auch keine von diesen Dingern holen, von diesen Code-Karten. Ich weiß es noch nicht. Ich spiele eher Masters und ich spiele halt Freedom World eher nur Free-to-Play. Aber ja, hier in das Event kann man durch mal reingehen, vor allem wenn man richtig Bock drauf hat. Ist ein geiles Event, kann man durchaus machen. Dann kann man auch hier noch ganzen Logins-Bonus sehen. Man sieht hier, man hat immer ein paar Logins. Man kriegt 10 Tage lang kriegt man halt mehrere Gems. Ab dem 9. kriegt man Gems und 50 Gems. Das Ganze geht, glaube ich, sogar 2 Wochen bis zum 16. August. Also könnt ihr da durchaus so, ja, müsste man zusammenrechnen. Ich glaube, 80 Gems, 100 Gems, 150 Gems, 300 Gems ist ungefähr. Ist okay, könnte durchaus mehr sein, aber ey, nimmt mal mit. Und ja, das waren auch schon ganzen Sachen, sag ich mal, die ganzen Events, die jetzt dabei sind. Ich persönlich kann nur sagen, dass die Woche, in der Woche, wo das Video rauskommt, dass wir durchaus auf Twitch ein bisschen aktiver streamen, generell ich. Und ja, wir werden auch Fusion World spielen, wir spielen auch Kakarot, wir spielen auch natürlich andere Sachen. Ich habe durchaus vor, jetzt in dem Event ein bisschen mehr reinzugehen, weil ich da durchaus ein paar Lieder austesten kann. Und ja, es ist eigentlich ein ganz schönes Event, auch wenn man dazu sagen muss, man kriegt die Tickets halt nicht free to play. Aber je nachdem, wie gut man spielt, glaube ich, kriegt man ja durchaus Gems, man kriegt auch Karten, man kriegt auch diese Wildcard-Dinger. Ich finde, es ist ein
Event, was durchaus okay ist. Gut, dann verabschiede ich mich auch schon von heute für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, euer Luffy. Liebe Grüße geht raus.